Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir müssen die Traumtänzerin finden. Die Träumerin quasi. In ihrem alten Haus. Und bevor wir es jetzt wieder vergessen, nehmen wir die leere Pulle hier. Sollten wir mal dringendst hier unsere Punkte vergeben. Und zwar würde ich gerne... wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust verringert. Auch nicht ganz verkehrt. Ich gehe erst noch mal ein bisschen auf... schnellen Angriff. Noch mal ein bisschen mehr... kritische Trefferchance. Machen wir mal. Wir haben ja 5 Punkte. 45%. Ja, das lohnt sich schon, ne? Machen wir mal auf 3. Quen ziehen wir auch nochmal hoch. Von 3. 3 von 5. Ah, okay. Da brauche ich nur 3. Um es auf ein Maximum zu bringen. Aha. Ich würde mal Art auf eine Stufe erhöhen. Ist das jetzt schon Täuschungsstufe 2? Ich weiß es nicht. So, Gewicht nehmen wir kurz raus. Packen es hier unten rein. Jawohl. Wir müssen natürlich hier die Kampfesfähigkeit nochmal hier reinstopfen. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Lassen wir es erstmal so. Hilfe! Rette mich. Ich sterbe an Armut. Ach, stell dich nicht so an. Müssen wir hier durch den Hinterhof schleichen? Ja, muss ich. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Ii. Das ist einer undicht. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Na gut. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. So, mal rein, die gute Stube. Na, muss das denn hier immer überall... Boah. Kinderlachen. Jetzt ist doch schon wieder hier alles auf Grusel gemacht.
Ich nehme erstmal alles mit. Und da habe ich auch noch was übersehen. Ja, wenn schon, soll es sich auch lohnen. Ja gut, bisschen Alkohol fürs Rasten. Hallo? Halt! Geh weg! Tu das nicht! What? Lass das! Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten! Bitte! Sieht aus wie Hansi. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Wach nicht auf. Die Puppe. Der Dachboden. Was? Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Was denn, der kleine Göttling oder was auch immer hin? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! So ein bisschen aussah wie Hansi. Aber Madame leidet hier ganz schön. Und ich will dir mal was fragen, also. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Geht's schon mal nach oben? Man kommt nicht in den nächsten Raum. Ich denke, das kriegen wir hin. Zeichnung eines Kinderbetts. Wie auf das hastige Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Nimm die Puppe. Die wird wohl hier auf uns warten. Eine Lumpenpuppe. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Die Kisten sind ja ganz schön voll hier. Wo ist denn hier eine Wiege? Hier oben ist mal nichts. Hier war ja nur die Puppe. Wir haben auch nichts weiter übersehen. Nimmst du jetzt mal die Leiter, bitte? Geralt. Danke. Aber ein Raum war da ja noch. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Ich hätte immer noch den gleichen Traum. Hier ist doch eine Wiege. Bisschen schwer zu erkennen, aber hat mir eine Wiege zu sein. Hoppala. Dann legen wir sie mal rein. Ist irgendjemand weggeflitzt?
Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Oh. Gottes Willen, jetzt habe ich hier sogar nochmal den Alkohol übersehen. Ja. Ist ja gut, Geralt. Geh doch mal anständig die Treppen runter. Hier ging es noch in den Keller. Wie man immer denken könnte, es kommt gleich jemand diese Treppe runter. Es ist furchtbar. Und dann auch noch in den dunklen Keller. Ich werde verrückt. Ich weiß wirklich, warum ich keine Gruselspiele spiele. Da ist schon mal ein Ofen. Aber erstmal nochmal einen Knödel nehmen. Ein Stück Draht, so. Boah. Hab ich dich erschreckt? Ja. Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Hm. Oh, ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Hm. Wir müssen ja irgendwie an die Traumdeuterin rankommen. Also sollte ich mich mir nicht vielleicht komplett mit Sarah verscherzen. Sarah, Mensch, ich kenne doch Hansi. Ist nicht ein Kumpel von dir? Kannst du mir doch mal einen kleinen Gefallen tun? Ja, los, treffen wir eine Vereinbarung. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Hoppala. Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Guten Tag. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch. Übertreibt man nicht. Die sind ganz schön groß und glubschig. Wird wohl eine herbe Enttäuschung für den Bankier werden. Warum höre ich hier immer noch dieses Kinderlachen? Oh, sie ist wach. Horche mal.
Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Ob sich der Gang in den Goldenen Stör lohnt? Ich meine, wenn sie von hungrigen Möbeln träumt, dann ist er doch nicht zu trauen. Ah nee, weil... Entschuldigung. Falsche Tür. So, dann haben wir alles gelootet und er kann immer noch keine Treppen gehen. Ich möchte, wir müssen jetzt noch an dem Bankier vorbei. Kommen wir nicht drum rum. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Na gut, Mann, ist es wohl eher das Gegenteil der Fall. Ich weiß, was da spukt. Jetzt habe ich der kleinen Sarah mein Wort gegeben. Jetzt bleiben wir auch dabei. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Ja, dann ist ja alles gut. Herr, ich bitte um Entschuldigung. Ja, kein Problem. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. So, der goldene Stör. Auch da gehen wir hin. Können wir nix. Kann man Zahn zulegen hier. Soll ich lang hier über dem Marktplatz? Oh, oh, nicht der Teufel! Oh, Gottes Willen, Entschuldigung. Hier reicht's mit dem Leben. Regen, ich liebe Regen. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hast du im Angebot? Zeig mal her, guter Mann. Fast 1000 Mücken hat er auf der Tasche. Da kann er uns mal ein paar Schwerter für abkaufen. 85. Ja, eigentlich ist ein Rüstungsschmied, aber den Tante, den kann er ja mal kriegen. Das billige Krams hier. 15. Oh, 345. Oh, die war sogar besser. Die wäre besser. 75 bis 91. Ist ja auch richtig teuer hier. Gnomisches Gwi hier. Auf 50% kritischer Trefferbonus. Ja, nicht so schlecht. Oder wir haben ein paar ausgewählte Stücke schon mal dabei. Die würde ich tatsächlich... Ja, komm, das Verramschte hier, das lohnt sich doch nicht. Aber die teureren. Oh, hier 19. Ist denn unser Schwert schon wieder überholt? Ich kann es kaum glauben. Trotzdem weg mit den billigen Dingern. Die machen nur unnötig Gewicht. Boah, plus 34. Schlecht. Alles klar, ich habe mein richtiges Schwert gar nicht aufgelegt. Ich muss mal ganz kurz ins Inventar. Bis dann.
Warum habe ich denn so ein Grützeschwert aufgelegt? Was habe ich denn da wieder für einen Scheiß gebaut? So, danke sehr. Jetzt sind die anderen Schwerter auch wieder schlechter. Total verwirrt. Ja, 106 von 190 ist ja okay. Schon wieder ein Anschlagbrett. Ach, dann nehmen wir gleich mit. Haben wir denn hier? Bekanntmachung des Todes von Joachim Schwann? Wichtig! Die Waren nicht befummeln. Befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden. Sehr gut. Vorsicht, Schwindler. Warnung an Neuankömmlinge. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad und gewinnt. Wimmer Vivaldi betrübt. Oh. Wir bleiben aber bei der Mission Traumdeuterin. Bürger und Bürgerinnen der Stadt geprügelt. Meister Lehmhut, das bin ich, hat die Ehre zu verkünden, dass ab sofort wetten kann, was habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Kiosk geht, auch bekannt als Rambo, nach der Nase des Kavernenmeisters. Wer wagt es, unseren amtierenden Meister zu entthronen? Zu stechen. Wir müssen nach oben, denke ich. Schön, dass hier überall was in die Tasche zu stopfen gibt. Begeistert. Hier ist auch was. Jupp. Immer her damit. Zwergenschnaps ohne Ende, Wasserflaschen. Das ist schon Lagerraum. Oh. Bin wieder zu gierig gewesen. Erstmal die Kerze ausgemacht. Habe ich hier jetzt alles? Immer noch nicht. Oh. Ist doch gerade die Tür aufgegangen. Ja, einer erwischt, wie ich hier lange Finger mache. Das wäre mir auch ein bisschen unangenehm. Hier geht es sogar noch nach oben. Oh, sehr gut. Gut, dann haben wir es. Mal, ob Madame auch zu Hause ist. Moment. Hä? Ah, hier ist er ja. Hallo. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Da frage ich dir lieber nochmal nach. Bei der durchgeknallten. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen.
Ach ja. Naja. Mal gucken, ob ich da wieder rauskomme. Alles klar, leg los. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ist das hier irgendwie... Was? Sie war dabei, als ich gestorben bin? Ich habe einmal das Leben gerettet. Ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet, ja. Das habe ich wohl getan. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Anscheinend muss ich wohl nicht, aber... Ja. Ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Also, weiß ich nicht. Das, hier weiß ich nichts drüber. Ich habe ja einmal das Leben gerettet. Nee. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Tue ich das wirklich? Komm. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ja. Jetzt will ich auch die anderen beiden Keine Punkte noch Eile. Wissen. Wir haben Zeit. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel, rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Ja, doch, ich will die letzte Story jetzt auch noch hören. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte. Auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon.
Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Weiß gar nicht warum, aber die Corinne zieht mir mehr aus der Nase wie jeder andere. Ja, da ist noch etwas. Aber da sind tatsächlich Dinge dabei, die ich jetzt auch nicht weiß. Hören wir uns aber ich an. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Ja, erstmal Rittersporn. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Da streckt sie mir erstmal ein paar Socken. Ganz merkwürdige Session. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Geh zum Rosmarin und Thymian. Ja? Nee, ist schon gut. Ich wollte nur noch mal gucken, ob du noch was zu erzählen hast. Und gib mir da einen Becher. Bevor ich hier abbaue. Gottes Willen, ich habe aber auch was klebrige Finger.
Ja, mein Hübscher. Ja, alles gut. Ich muss los. Zurück im Hafen. Der Geschmack von gesalzten fit und gesund zu sein. Vielleicht einer dieser Auftragsschläger, wer weiß. Bist du vielleicht Olivier? Was darf's denn sein? Na, wir gucken mal, was geht's denn? Oh, er hat Gewinnkarten. Zu Fernpreisen. Livgard, Skuyatil, Dankeschön, nehme ich alle mit. Kann ich ihm noch irgendwas vermachen? Durchaus. Eines Silber schleppe ich auch mal ohne Ende mit mir rum. Mal ein bisschen was von dem Schrott verkaufen soll. Jetzt mal 10 Becher haben. Das Zeug wiegt jetzt nicht so viel. Hiervon mal 2. Ich will meine Kohle wieder haben. Das Fleisch wäre mir erstmal egal. Irgendwo, wo wir noch richtig viel von haben. Die Hälfte unserer Felle und heute, die können schon mal weg. Gut. Lass uns mal eine Runde machen hier. Ich bin nicht hungrig, aber ich würde gerne Gwent mit dir spielen. Bevor wir mal gucken sollen, ob das auch die Mission ist, die wir machen müssen, aber... Kleine Runde schieben wir mal schnell wieder dazwischen. Da kenne ich nichts. Squirtle. Hm. Oh, das ist schon mal sehr gut, das auch. Den können wir nochmal tauschen. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oh. Das ist eine Karte, die ich wirklich sehr gerne hätte. Du schenkst dem Gegner keine Punkte und bekommst trotzdem 2 neue Karten. Das war ja klar. Jetzt könnte ich ihm allerdings auch günstig diese beiden hier unterschieben. Die Kälte ist gar nicht mal so schlecht hier. Verdoppelt er mal seine Bogenschützen. Die kann ich mir leider... Ich wollte gerade sagen, die kann ich mir doch leider nicht wiederholen. Ich könnte mir die zurückholen. Aber er hat jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht allzu viel auf dem Feld liegen. Was hast du noch alles für Wetterkarten? Das ist so Mist jetzt. Auf keinen Fall will ich die Infanterie. Ich locke ihm noch was raus. Ich glaube, ich schenke ihm die Runde.
Spiel du mal noch ordentlich Karten aus, so Depp. Passen wir mal und gucken mal, was er jetzt macht. Alles klar. Dann sollte ich jetzt aber auch die nächste Runde mal gewinnen. Aber er hat nur noch 4 Karten auf der Hand. Oh. Das ist ja gleich mal ein Brett hier. Scheiße. 10 zu 8, da muss ich nochmal. Ach, sowas Blödes. Die Runde hat er mal günstig für mich gemacht, aber eigentlich dürfte er gar keine Chance mehr haben. Karten kann er mir wahrscheinlich nicht mehr so sehr wehtun. Ja, 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 Temper, gute Karten auf der Hand, ist ja ekelig. Okay, nur noch eine Karte, mit der er mir wehtun könnte. Ich spiele erstmal einen vorsichtigen Bogenschützen und gucke mal, was er noch so hat. Alles gut. Das ist ja mehr als easy hier. Sehr gut, haben wir. Anderling, nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Sollst du? Ja, hier, Epp, Schellach. Spiele gegen Wirte war ja okay, aber Olivier oder Oliver war es jetzt nicht. Dann würde ich sagen, wir machen uns in der nächsten Folge mal auf ins Rosmarin und Thymia an dem Puff von. Ja, wie heißt er denn? Hab's vergessen. Können wir aber bestimmt nochmal nachgucken. Nee. Bin tatsächlich nicht da. Naja. Unser Kumpel, ne? Rittersporn, so heißt er. Bisschen lang gedauert. Hallo, also, was ist denn mit dir? Was soll's sein? Hat ich mich jetzt angetanzt, oder was? Hey. Also hier stehe ich nicht gut, hier muss ich nochmal ein Schrittchen weggehen. Edgybet! Freiern oder nicht freiern? Das ist hier die... Ups, dann gehe ich doch lieber wieder ein paar Schritte zurück, bevor er mich anreiert. Alles klar, wir machen erstmal ein Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder. Mit Rittersporn, ich hab's mir gemerkt. Im Rosmarin und Thymian. Macht's gut, bis denne, ciao, ciao.